The lecture series addresses questions about the current challenges of a global economy with its claim to expansive growth in relation to aesthetics, technology, and democracy. We ask about the role of art between concretion and abstraction and discuss formalistic approaches to art theory with its claim of autonomy, as well as the social and economic aspects that critical theory takes into account in order to track down the aesthetic regime of capitalism. The lecture series is organized by Eva Maria Stadler and me from the Department of Art and Knowledge Transfer at Angewandte. So just to inform you, we are going to record the lectures. So please turn off your video if you don't want to be part of it. I am also going to mute all participants during the lectures. And after Nikita Davans and Christian Scherer's lectures, we will open up to a discussion. Please feel free to ask questions either by raising the digital hand or writing your question into the chat. So as I said before, the questions can be asked in English and in German. Thank you. We are very happy to welcome Nikita Davan, who holds the chair of political theory and history of ideas at the Technical University in Dresden right now. And I want to be short here in the introduction. You can find the bio in the on our website. And so I give the word to Nikita. Thank you very much for joining us today. Vielen Dank, liebe Jenny, und vielen Dank an Eva für die Einladung. Es ist wirklich eine große Freude, heute Abend dabei zu sein. Wie Jenny schon gesagt hat, ich werde den Vortrag auf Englisch halten, aber ich habe ein PowerPoint vorbereitet und die PowerPoint ist auf Deutsch. Ich werde auch ein paar Bilder zeigen. Und wie bereits mitgeteilt, die Fragen können sehr gerne auf Deutsch gestellt werden. So, here we go. I would like to begin my input by sharing four examples which address this very complex relationship between abstraction, capitalism, critical thought, and another important aspect personally for me, decolonization. I was recently invited to deliver the opening keynote Nichts als Zukunft at Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. And there was a special exhibition of the Ghanaian British artist, Lynette Yadom Bouake. I had the privilege that I was given a special tour of this exhibition by the curator herself, who kindly shared with me two interesting stories about the exhibition. So she first gave me a little bit of a background about the artist's biography, whose parents were immigrants from Ghana and worked as nurses. And the first story the curator told me was really heartening about how the artist was receiving a lot of accolade and how even as the paintings were being transferred from the Tate Gallery to Düsseldorf, the insurance company called up the curator and said that the paintings had to be reevaluated because the price of the paintings had dramatically, the value of the paintings had dramatically gone up in a matter of a few hours. This was, of course, a very exciting thing to hear about the success of an artist who mostly paints Black people doing everyday mundane things. But at the same, and then came the second story, which was a sobering example of the challenges of the role of the relation between art and capitalism. So the curator was standing in the foyer when she was approached by a Black woman who said that she wanted to see the exhibition. She wanted to see the paintings of Lynette, but could not afford the 12 euro ticket. The curator kindly made it possible for the Black visitor to see the exhibition. But both these examples, or both these stories, indicate the very complex relationship between art, art institutions, and capitalism. This brings me to my next example,
of art washing, how during the COVID pandemic, while millions of people lost their livelihoods and are driven to precarity, museums like MoMA are flushed with funds as its super wealthy donors have become even richer during the crisis. So I was recently cooking and was listening. There was a interview in the radio with the Austrian art historian who's currently, I forget his name right now, who's currently the head of MoMA. And he, in fact, pointed out, because he was asked about how MoMA was coping right now with the pandemic. And he said, well, you know, we have a lot of funds available because our donors have become even richer than or have accumulated even more money during the crisis. So there's this wonderful, discussion, wonderful perhaps is not the appropriate term, but a controversial discussion around whether art is, you know, essential service, is the Kunst system relevant? And of course, there are many who argue that yes, art qualifies as essential service. And I'll come back to this question, but let me now share with you the last example, which is the keynote speech delivered by the Nigerian writer Adichie at the ceremony at the opening of the Humboldt Forum on the 22nd of September. It should read 2021 and not 2022. That is still to come, 2022. And in all the German newspapers and social media reports, there was consensus about how great and how critical Adichie's talk was. And when I listened to the 20-minute talk that Adichie gave, I had to wonder what was the price of the critique. What did the German government pay? And how much did Adichie charge to remind the Germans of their bad faith? So this is just a little visual of Adichie's visit to inaugurate the inauguration ceremony of the Humboldt Forum. So I too would respond to the question, and here I'm inspired by the trade union. I think it's Verdi who came up with the response that yes, wir sind systemrelevant artists. They're not particularly talking about art, but they're saying, yes, this is an essential service. It's just that this is relevant im falschen System. Let me give you one further example about the link between abstraction, capitalism, class, which is the emergence and the success of what is called digital art or crypto art. And a lot of this art is it's linked to non-fungible token, which is the NFT. And I think one particular example really is mind-blowing, and that is of the artist Beeple. I presume it's pronounced this way. At least that's my Indian way of pronouncing. So Beeple is an American artist who since 2007 has on a daily basis been posting digital images on the online platform Tumblr, and has put together a number of his works under the title Every Day is the First 5,000 Days. And in February 2021, this was sold by Christie's for $69 million. So this raises the question, against this background of these motley of examples that I've given y'all, I'd like to kind of engage with the questions, and I don't think I'll be able to give you satisfactory answers, but I'd just like to at least raise the questions, what kind of political, social, economic role do we envisage for art, artistic practices, and art institutions in the current conditions of global inequality? We have seen that, you know, there is a certain turn to positivism, at least in the humanities and social sciences, where it's argued that, you know, in the face of this post-truth politics, post-structuralism and deconstructivist strategies have done great harm to politics,
And one has to go back to pie charts and statistics as more accurate, factual and efficient means of consciousness raising instead of, you know, abstract artistic practices or abstract kind of theoretical critical interventions as more efficient means of political consciousness raising in order to address global problems of poverty, war, suffering, and other kinds of challenges that we are facing. Now, the question that arises is, can radical and militant aesthetic practices make us political and ethical by provoking us out of our indifference and irresponsibility? Can they facilitate, nurture a politics of estrangement or an aesthetics of Erschütterung, as Adorno would call it, which would in some ways familiarize us with the unfamiliar, but even more importantly, defamiliarize the familiar, lead to a kind of estrangement where, the given is not that obvious. There is a certain opacity to the what we consider to be self-evident, and somehow makes it possible for the unforeseen, for the incalculable, for the unpredictable to emerge. This, of course, raises the question of the role and the function of the artist, as I like the German word Trägerschicht, as avant-garde, as an agent of decolonization, as an agent of anti-capitalist politics, anti-racist, anti-imperialist artistic practices. And the other question that I would like to raise is, can radical politics of representation, and I of course here understand representation both in terms of Darstellung and Vertretung, enable post-imperialist politics? As a young scholar of philosophy, I was very excited the first time I encountered Nietzsche's statement that we have art in order not to die of the truth. In the meanwhile, as I get older, I'm not sure that I'm very optimistic about the critical role and the radical role that art, artistic practices, artists, and art institutions can play when we are talking about economic global inequality and the hegemony of capitalism and the relationship of art and the art world. I don't think I need to spend so much time on this slide, so I'm going to go through it very quickly. As we know, historically, if you do a history of ideas, art and artists have been at a receiving end of a lot of critique. Plato, for example, when he talks about the politeia, about the ideal state, he of course condemns art as dangerous, as it distorts reality, corrupts and manipulates emotions. So he of course banishes artists from the ideal community. And given the role of art in fascist and colonial regimes, one should have a healthy skepticism when it comes to the role of art. And I think that this is very well captured by Adorno when he says, poetry after Auschwitz is barbaric. And here, of course, he's addressing the historic grief and mourning for disenchanted aesthetics. I think Adorno's disillusionment after he returned from exile from the US and came back and saw that, it was business as usual in Germany is testimony to this question. How can we explain the fact that, a country which has given us such sublime art, music, poetry, and literature could commit such heinous crimes against humanity? So this promise of Bildung, this promise that Kant and Schiller give us of aesthetic education, aesthetische Bildung, has failed miserably in the face of colonialism and fascism. So I think we are all still struggling with the question of how the land of Bach, Goethe, and Kant could produce Hitler, Goebbels, and Eichmann. Another visual that is one of my favorite, it's by Banksy, which is a critique of art as illusion and
distraction. And this promise of art, that it can make the world a better place, that it can showcase creative and affirmative artistic practices, remains controversial. And the other, of course, big controversy is about whether art should be committed, useful, participatory, or this big Kantian term, unzweckmäßig, which of course also Adorno subscribed to, the question of autonomy of art, and that art should not be put into the service of ethical and political imperatives, even if they are emancipatory, even if they are progressive. Adorno, for example, claims that art with a political message is reactionary, and irrespective of its content, it renders aesthetics a mere instrument. So there's this very provocative line by Adorno where he says, Lieber kein Kunst als sozialistischer Realismus, or he makes the distinction between bad art and good art and argues that Brecht is an example of bad art because that is just Marxist propaganda, whereas good art is Beckett, because Beckett's art cannot be instrumentalized. Artworks cannot be instrumentalized. I mean, if you take a piece like Waiting for Godot, it's not even possible to summarize it, forget instrumentalizing it for any particular kind of political ideology. And so this kind of abstraction that that good art like Beckett gives us cannot that easily be commodified, cannot that easily be deployed for mass consumption. So I think this is an open question about whether art indeed resists hegemonic structures or simply consolidates them. Another historical example that is instructive is, of course, this year is the Documenta. And it's interesting to note that the first public museum, which opened in 1779 in Kassel, which of course embodied the spirit of the Enlightenment idea of public sphere, something that my former colleague in Frankfurt, Jürgen Habermas, celebrates. It's interesting to note that the Landgrave Friedrich der Zweite sold soldiers to the British to finance this museum. And many of these soldiers were captured against their will and shipped over to North America to fight against the rebellion for independence in the British colonies. So it is really extremely important whenever we are talking about artistic practices, we need to keep going back to the question of how these artworks are financed. And here I've brought with me a very insightful quote by Spivak from her book, An Aesthetic Education in the Era of Globalization. So I quote Spivak, capital is in fact borderless. That's the problem. On the other hand, capital has to keep borders alive in order for this kind of cross-border trade to happen. So therefore, the idea of borderlessness has a performative contradiction within it, which has to be kept alive, end of quote. So I would argue that the art world needs to be decolonized, even as it facilitates decolonization of the mind. And that's the double bind we have with art and the double move that we need to constantly negotiate when we are talking about artistic practices and art institutions. When Spivak is reflecting on the idea of an aesthetic education, of course, drawing on Kant and Schiller, her main effort is to address the question, how is it possible, if it is possible, and how is it possible to imagine difference? How is it possible to differently read and decode the world and our place in it? Can the political labor of training the imagination mitigate imperialist, racist, orientalist, heteronormative structures and practices? When she's talking about transnational literacy and planetary ethics, her understanding is that a decolonization, whether we're talking about decolonization in economic terms or we're talking about it in social, cultural, and political terms, is not possible
without training of the imagination. And here art becomes, and the practice of thinking in the abstract is at the heart of her understanding of decolonization and desubalternization. And I'd here like to, because this goes to the heart of the topic of our discussion today, of our session today, I'd like to, and then I'll move to my conclusion, draw on an historical example. And this is the extremely controversial fight between two of the most important Black intellectuals, Booker T. Washington and W.E.B. Du Bois. So after the abolishment of slavery, after the American Civil War, Booker T. Washington was of the opinion that the most effective way for Black men and women to gain emancipation was to have access to the labor market, which is why Booker T. Washington set up the Tuskegee Institute, where former slaves could be trained to become skilled laborers. So here, mostly Black men got training to become carpenters and plumbers and electricians. They got vocational training. And Booker T. Washington was of the opinion that this was the guaranteed way towards emancipation. W.E.B. Du Bois very strongly condemned and rejected this formula, arguing that he, of course, understood that economic emancipation and integration of former slaves into capitalism was, in a certain way, seemed the logical way to go. And yet he argued that it was extremely important that the former slaves who are now free get a training in the humanities, that they have time to visit museums, to read poetry, to read novels. And Washington mocked Du Bois and said, you know, what do you want us to do? Read Shakespeare? Become like white men? And Du Bois ironically said, yes, we should be able to have time and should also not just have time, but also have access to the training to be able to read the canon, to read the Western canon, to have the possibility of critically engaging with the Western canon in order to nurture, in order to develop this kind of critical intelligence. And this is where Spivak takes her inspiration when she talks about eine ästhetische Bildung, or a aesthetic education. So this is my last slide. And these are open questions that I think all of us need to address. And I look forward to coming back to these in the discussion. What kind of spatial role do art institutions and artistic practices play in making possible collective imagination of societies and communities? What kind of subjects and citizens are presumed and produced in and through these kinds of spaces? I mean, let's just take this room, this virtual space that we are all sharing for the next 60 minutes. Who has access to this space? Who is not included in this space? Who does not, if somebody has to work for 16, 18 hours a day, does this space become an exclusionary space, a privileged space of deliberation? What kind of languages and narratives are made possible or impossible by what kind of spaces? Who speaks? Who is heard? How are margins marketed? How is the other commodified? How that which was previously excluded, Black artists, Black thinkers, Black philosophers, people of color, women from the global South, queers, trans people, are now suddenly seen to be radical agents of decolonization, of anti-imperialist, anti-racist, anti-heterosexist politics. How can we be vigilant about about two processes of Orientalism? How can we somehow practice more rigorous, radical aesthetic politics without falling into some, you know, banal practices of diversity and inclusion?
And my last two points are again inspired by Spivak, who says that, you know, when we do aesthetic and political practices, it's akin to brushing one's teeth. I'd just like to elaborate this metaphor, because Spivak just kind of talks about how dental hygiene is kind of a critique of mortality. I mean, all of us got up today in the morning and brushed our teeth, although we don't know whether we'll survive the day. So in some ways, brushing one's teeth is a futile exercise because it's a working without guarantees. And we brush our teeth every day, three times a day, without any kind of guarantee that in the hope that we will live to be 80 and still be able to enjoy a baguette at 80. And yet there is no guarantee that we'll survive the day. So similarly, to go back to Beckett, when we're talking about aesthetic practices, anti-imperialist, anti-capitalist aesthetic practices, and when I talk about aesthetic practices, I'm particularly thinking about this kind of politics of imagination, this kind of radical politics of imagination, we are bound to fail. The effort should be just to fail better. And my last point for today is that I see, and this is again inspired by Derrida and Spivak, when I very often think about art, artistic practices, and art institutions, I see them in terms of pharmakon. And the Greek concept of pharmakon implies both poison as well as counterpoison medicine. And the challenge, of course, so art can be both poison when it consolidates capitalist, hegemonic, dominant, discriminatory practices and structures, but it can also function as medicine, as counter poison when it subverts these kinds of capitalist, imperialist structures and practices. So as I said, I look forward to the discussion. Thank you so much for your attention. And I hand over the floor to Christian. Wir freuen uns sehr, den Kunsthistoriker Christian Scherrer aus Wien heute bei uns begrüßen zu dürfen. Er arbeitet aktuell an seiner Dissertation zu Ideologien und formalen Entwicklungen der Abstraktionskritik in neosymbolistischer Kunst und Poesie Frankreichs um 1900 mit Fokus auf den Kubismus im Werk Pablo Picassos und Max Jacobs. Die ausführliche Biografie ist auch auf unserem Link zu finden, wo wir die ganze Veranstaltungsreihe nochmal ankündigen. Ich halte es jetzt hier kurz. Also wir freuen uns sehr, dass Christian Scherrer heute mit seinem Vortrag »Wer malt abstrakt? Eine sozioökonomische Geschichte europäischer Kunst« nach Alexandre Kojève zu hören ist. Ja, vielen Dank, Jenny, für die Vorstellung und für die Einladung zu dieser Vortragsreihe. Wie gesagt, ich werde meinen Vortrag im Unterschied zu Nikita Davan auf Deutsch halten, aber auch in der Diskussion bin ich gern bereit, auf Englisch zu antworten, falls es englische Fragen gibt. So, ich teile kurz den Bildschirm. Also wie gesagt, der Titel meines Vortrags lautet »Wer malt abstrakt? Eine sozioökonomische Geschichte europäischer Kunst« nach Alexandre Kojève. Ich entschuldige mich gleich im Vorhinein, falls der Vortrag etwas länger als angekündigt dauern wird. Ich werde in meinem heutigen Vortrag versuchen, ausgehend von einem Text des russisch-französischen Philosophen Alexandre Kojève, einen Begriff von Abstraktion in der Kunst zu skizzieren, der die gängige formalistische Auffassung von der Entwicklung der modernen Kunst als einen Weg aus der Gegenständlichkeit in die ungegenständliche Gestaltung in Frage stellt. Ein Begriff also, der im Gegensatz zu diesem Narrativ meiner Ansicht nach den Vorteil hat, die Frage nach Abstraktion in künstlerischer Produktion vor dem Hintergrund ihrer ökonomischen Bedingungen zu betrachten. Und ich zeige hier zwei Beispiele von schematischen Darstellungen, wie man sich für gewöhnlich den Weg der Kunst aus der Gegenständlichkeit in die Abstraktion, also Ungegenständlichkeit, vorstellt. Alexander Kojevnikov wird 1902 in Moskau in eine wohlhabende industriellen Familie geboren. Als sich 1918 die Oktoberrevolution ereignet, stehen die Kojevnikovs ihr relativ indifferent gegenüber.
Der junge Kojève, wie er sich später in Paris nennen wird, wird 1919 von den Bolschewiki inhaftiert, nachdem er versucht hat, am Schwarzmarkt mit Diamanten Seife zu kaufen. In Haft beginnt er sich damals erstmals für den Marxismus zu interessieren. Nach seiner Entlassung emigriert er 1920 nach Deutschland, um in Heidelberg Philosophie zu studieren. Er geht nach seinem Abschluss 1926 nach Paris, um dort als Privatier und Philosoph zu leben. Kojève vertraut sein gesamtes, in Form von Familienschmuck aus der UdSSR geschmuggeltes Kapital, einem Freund an, der es in Aktien investiert, genauer gesagt in die Käsemarke La Vache qui Rit, die lachende Kuh, des damals größten französischen Käseherstellers. Eine scheinbar bombensichere Veranlagung. Doch nach dem Börsenkrach 1929 klagt Kojève seinem Onkel, dem Maler Wassily Kandinsky, in Briefen, dass er in Geldnöten sei. Er beginnt 1933 in Vertretung des russischen Wissenschaftsphilosophen Alexandre Corée an der Pariser Sorbonne einen Lektürekurs zu Hegels Phänomenologie des Geistes zu halten, der erst 1939 enden und die französische Hegel-Rezeption im Nachkriegsfrankreich wesentlich prägen wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Kojève Beamter im Finanzministerium und hoher Vertreter Frankreichs bei den Verhandlungen der Verträge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Vorläuferorganisation der heutigen EU. 1936 schrieb Alexandre Kojève in Paris im Auftrag seines Onkels Wassily Kandinsky einen längeren Aufsatz über dessen Malerei. Als Ziel dieses Textes ist es, die weltgeschichtliche Bedeutung der ungegenständlichen Malerei und der Kandinskys im Besonderen zu bestimmen und sie von der bisherigen repräsentationalen, also darstellenden Malerei theoretisch abzugrenzen. Er beschreibt Kandinskys ungegenständliche Malerei dabei jedoch nicht als abstrakt, sondern definiert sie als konkret. Bisher wurde Kojèves Text stets als Versuch gedeutet, die Hegelsche Ästhetik vor dem Hintergrund von Kandinskys Malerei zu aktualisieren, beziehungsweise Kandinskys eigener Kunsttheorie einen hegelianischen Feinschliff zu verpassen. Betrachtet man Kojèves Ausführungen allerdings vor dem Hintergrund seiner eigenen marxistischen Geschichtsphilosophie, wie er sie in seinem Hegel-Seminar entwickelte, so wird deutlich, dass auch in diesem Text explizit marxistische Auffassungen vertreten werden. Ich werde im Folgenden also versuchen, diese Verknüpfung kunsttheoretischer und marxistischer Perspektiven in Kojèves Aufsatz und ihre potenzielle Relevanz für eine materialistische Kunstgeschichte zu verdeutlichen und sie in einem zweiten Schritt in Hinblick auf Kojèves Schlussfolgerungen zu problematisieren. Kojèves Text beginnt mit einer allgemeinen Definition von Kunst bzw. des Kunstschönen, die auf den ersten Blick trivial erscheint. Er bestimmt hier allerdings bereits das Schöne als einen Wert, Valeur, den die repräsentationale Kunst von realen Gegenständen abstrahiert oder extrahiert, wie er auch sagt. Er schlägt im Begriff des Werts eine Brücke zu Marx, ohne sie zu überschreiten. Das möchte ich im Folgenden verdeutlichen. Es besteht kein Zweifel, so Kojève, dass eine enge Beziehung zwischen Kunst und dem Schönen bestehe. Doch während Kunstwerken vor allem die Aufgabe zukomme, das Schöne zu verkörpern, könne zugleich nicht geleugnet werden, dass das Schöne auch außerhalb der Kunst existiere. Mehr noch, es müsse sogar zugegeben werden, dass Kunst über lange Zeit hinweg natürlichen oder von Menschen hergestellten Dingen das Schöne, das sie verkörpert, entlehnt habe. Kojève bedient sich zur Veranschaulichung des Beispiels des Baums, anstelle dessen ich hier das des Rindes verwende. Er erklärt den Unterschied zwischen einem realen Rind und dem Bildrind in der Kunst folgendermaßen. Das reale Rind existiere zunächst und wesentlich unabhängig von dem Schönen, das es verkörpert. Das reale Rind ist und es ist bisweilen darüber hinaus zusätzlich auch noch schön. Ganz anders jedoch das künstlerische Bildrind. Es könne nur existieren und wird seine Existenzberechtigung nur behaupten können, insofern es zunächst schön ist, das Rinderschöne verkörpert. Das Bildrind ist schön oder es ist ein Nichts, eine mit Farben beschmierte Fläche. Hier kommen bei Kojève die Begriffe des Konkreten und des Abstrakten ins Spiel. Das Rind hat einen realen, konkreten Wert.
Es hat einen Nutzen für sich, für seine Gattung und für andere. Man könnte auch sagen, einen konkreten Gebrauchswert. Und es trägt diesen Wert, der von nichts außer ihm abgeleitet ist, in sich. Das Rind hat als Rind Wert. Sofern das reale Rind auch noch schön ist, so liegt dieser ästhetische Wert ebenfalls in ihm, doch er ist im Rind nicht wesentlich. Umgekehrt der Wert des Bildrindes. Dieses hat nur Wert, ist nur schön, insofern es keinen echten Gebrauchswert hat, also vom Gebrauchswert des realen Rindes absieht oder abstrahiert. Das Schöne des Bildrindes ist ihm zwar wesentlich, liegt jedoch nicht in ihm selbst. Es bleibt ein entlehnter Wert, der vom realen Rind abgezogen, extrahiert oder wie Kojève sagt, abstrahiert wird. Wir können hieraus bereits zwei wesentliche Konsequenzen ziehen. Zum einen lässt sich schon erkennen, dass in Kojèves Auffassung der Wert des Kunstwerks, sein Schönes, erst konkret wird, sobald er nicht mehr über etwas anderes, das in ihm Dargestellte, vermittelt wird. Also nur mehr im Kunstwerk selbst zu finden ist. Wir können daher auch bereits zweitens erahnen, weshalb für Kojève die konkrete als konkrete, insbesondere die nicht repräsentationale Malerei in Frage kam. Ich werde noch auf die problematischen Aspekte dieser Auffassung zurückkommen. Die Grundidee, Kunst sei in dem Maße abstrakt, in dem ihr Wert vermittelt und ihr äußerlich bleibt, erscheint mir aber als eine interessante Konzeption, die zu bewahren sich lohnen könnte, auch wenn man Kojèves spezifische Vorstellungen von konkreter Kunst ablehnt. Kojèves Definition zufolge kann der ästhetische Wert der Kunst zwar offensichtlich nicht ihr ökonomischer Wert bzw. Tauschwert sein. Schließlich betont er, dass das Kunstwerk einzig geschaffen wird, um zu sein, sein eigentlicher Wert also unabhängig von einem Gebrauchs- oder Tauschwert sei. Auch der Wert eines repräsentationalen Gemäldes, etwa eines Bildrindes, ist für Kojève nicht sein Tauschwert oder Warenwert. Das Bildrind ist aber strukturell mit dem Begriff der Ware verbunden, da beide Bildrind und Ware in dem Sinn abstrakt sind, dass ihr Wert ihnen äußerlich ist, durch den Wert von etwas anderem vermittelt bleibt. Ich werde nun versuchen, Kojèves Auffassung, dass die repräsentationale Malerei abstrakt sei und deren potenzielle Verbindung zu einer materialistischen Kunstgeschichte etwas plausibler und anschaulicher werden lassen. Dazu werde ich die von Kojève getroffene Unterscheidung von vier Grundtypen der repräsentationalen Malerei vorstellen und sie durch Beispiele illustrieren, die in Kojèves Text selbst nicht vorkommen. Diese kunsthistorischen Beispiele werden mir dazu dienen, einige Überlegungen darüber anzustellen, wie ihre Wertform bzw. ihr Abstraktionsgrad mit den jeweiligen ökonomischen Bedingungen künstlerischer Produktion in Zusammenhang stand. Kojève unterscheidet also vier Typen repräsentationaler Malerei. Diese vier Typen sind für ihn allesamt abstrakt und subjektiv. Allerdings variiere ihr Grad der Abstraktion und Subjektivität. Und Kojève zufolge ist der Abstraktionsgrad umso niedriger, je höher die Subjektivität ist. Die abstrakteste Form repräsentationaler Malerei ist also die am vergleichsweise wenigsten subjektive und umgekehrt. Und obwohl Kojève dies in der ursprünglichen Fassung seines Aufsatzes nicht ausspricht, gab er später an, dass die von ihm bestimmten vier Typen einer historischen Entwicklung der europäischen Kunst bis in die Moderne entsprechen, die von einem hohen zu einem relativ niederen Grad der Abstraktion beziehungsweise von einem relativ niederen zu einem hohen Grad an Subjektivität führt. Er bezeichnet die vier Typen der Reihe nach als die symbolistische, die realistische, die impressionistische und die expressionistische Malerei. Inwiefern ein repräsentationales Gemälde abstrakt ist, wissen wir bereits. Es ist abstrakt in dem Maße, in dem das in ihm verkörperte Schöne, sein Wert, als außer ihm erscheint. Man könnte auch sagen, je ferner das Schöne des Kunstwerks von ihm selbst erscheint, umso abstrakter ist es. Als subjektiv bestimmt Kojève jedoch den Grad, in dem das Schöne im Kunstwerk der partikulären Sichtweise der Künstlerin auf das in ihm Dargestellte entspricht. Ich
werde es nun verdeutlichen. Vor diesem Hintergrund können wir nun Kuschews Begriff der symbolischen Malerei verstehen. Sie verortet das Schöne nicht bloß außerhalb ihrer selbst, sondern in den Dingen, ja hinter ihrer visuellen Erscheinung. Es handelt sich dabei sozusagen um eine transzendente Schönheit, die nur durch einen Blick hinter die Erscheinungen der Natur erschlossen werden kann. Das Schöne ist hier ein transzendenter Wert. Es kann jedoch in der Gesellschaft ein relativ hohes, wenn auch nicht absolutes Maß an übersubjektiver Anerkennung beanspruchen und ist daher verhältnismäßig wenig subjektiv. Kuschew nennt für die symbolische Malerei ausnahmsweise selbst ein Beispiel, und zwar die ägyptische. Er hätte aber bestimmt auch die europäische hochmittelalterliche Kunst zu ihr gezählt, etwa Illuminationen christlicher Handschriften. Entschuldigung, da fehlt leider etwas. Der Anspruch dieser Malerei, das Transzendente, dem Blick verborgene Schöne zur Darstellung zu bringen, drückt sich formal unter anderem darin aus, dass in ihr verschiedene Ansichten eines Körpers, die nicht zugleich in den Blick geraten, in einer einzelnen Figur und möglichst vollständig dargestellt werden. Kuschew selbst verweist hier auf die Kombination von Profil- und Enface-Ansichten in ägyptischen Reliefs. Man könnte ergänzen, was diese Darstellungsform noch kennzeichnet, ist ihre Funktion als eine Art Schrift. Der symbolischen Kunst ist nicht die naturgetreue, individuelle Erscheinung der dargestellten Dinge wichtig, sondern deren interpiktorale Wiedererkennbarkeit, ihre Typisierung und Lesbarkeit. Auch damit kann ihr relativ objektiver Charakter innerhalb der grundsätzlich subjektiven repräsentationalen Malerei verbunden werden. Als eine weitere Art der repräsentationalen Malerei charakterisiert Kuschew die realistische Malerei. Sie ist ihm zufolge etwas weniger abstrakt als die symbolische, dafür jedoch etwas subjektiver. Die historischen Formen der Kunst, welche mit dem Begriff der realistischen Malerei exemplifiziert werden können, wären jene der griechischen Klassik oder Renaissance. Diese Malerei sucht das Schöne nicht hinter den Naturdingen, sondern an ihrer Oberfläche. Ihr Wert, das Schöne, tritt der Künstlerin etwas unmittelbarer entgegen. Man könnte sagen, die Künstlerin eignet sich diesen Wert ein Stück weit mehr an. Die realistische Malerei betont gegenüber der flachen Darstellungsweise der symbolischen einen Schritt weit den illusionistischen Bildraum bzw. den individuellen Betrachterstandpunkt im Verhältnis zum Dargestellten. Die Aufmerksamkeit der Künstlerinnen gilt nun den räumlichen und visuellen Eigenschaften der Dinge selbst. Allerdings werden diese unabhängig von gänzlich subjektiven Erscheinungen wie etwa flüchtigen atmosphärischen Licht- und Farbeffekten begriffen. So gelten in der frühneuzeitlichen Malerei Farben noch als Eigenschaften, intrinsische Eigenschaften der Gegenstände und nicht als Wirkung von Licht- und subjektiven Wahrnehmungsprozessen. Die dritte Form der repräsentationalen Malerei nach Kuschew ist die impressionistische Malerei. Er nennt sie so in Anlehnung an den französischen Impressionismus des 19. Jahrhunderts, doch der Begriff ist hier historisch viel weiter gefasst. Er umfasst alle Arten der Malerei, in der das Schöne nicht mehr an der Oberfläche der Dinge gesucht wird, sondern im Auge des Betrachters. Diese Malerei ist deshalb in ästhetischer Hinsicht ein Stück weniger abstrakt und noch subjektiver als die symbolische und realistische. Denn in ihr wird noch weniger von einem außerhalb des Künstlersubjekts liegenden Schönen abstrahiert. Typische Beispiele impressionistischer Malerei wären in der Öl- und Tafelmalerei der ersten neuzeitlichen Republiken, also in Venedig und den Niederlanden, zu finden. Die letzte Art repräsentationaler Malerei nach Kuschews Definition, die expressionistische, impliziert, dass nun das Schöne, also der Wert der Kunst, in der inneren Haltung der Künstlerin dem Dargestellten gegenüber liegt. In ästhetischer Hinsicht abstrahiert diese Malerei vergleichsweise wenig von einem vorhergegebenen Naturschönen, denn dieses wird durch das subjektive Schöne der Künstlerin sozusagen überlagert. Der Wert dieser Kunst ist der subjektivste unter allen Arten repräsentationaler Kunst, also am wenigsten allgemein anerkannt. Dadurch kommt es zu einer weiteren Konkretisierung des ästhetischen Werts für die Künstlerin. Beispiele dieser Malerei sind nicht nur im Expressionismus, im engeren historischen Verständnis zu finden. Ihre Entfaltung findet innerhalb der gesamten Tradition der Romantik statt,
weshalb nach Courgettes Begriff auch der französische Impressionismus und Postimpressionismus als zentrale Formen des der expressionistischen Malerei gelten können. Wir können nun Courgettes Typologie der repräsentationalen Malerei noch einmal zusammenfassen. Der Abstraktionsgrad der repräsentationalen Malerei in Bezug auf das Schöne sinkt wird dafür immer subjektiver. Während die Malerei Picassos merkwürdigerweise für Courgettes ein äußerstes Extrem der repräsentationalen Malerei darstellt und so maximal abstrakt und subjektiv ist, können ihm zufolge Kandinskys Malerei als Antithese dazu verstanden werden, nämlich als konkret und objektiv. Das in ihr verkörperte Schöne, ihr Wert, und das ist wichtig für ihn, sei absolut. Es sei nicht mehr durch etwas anderes vermittelt, also nur noch in ihr, in dem Gemälde präsent und allgemein anerkannt. Vor diesem Hintergrund drängt sich eine Frage auf. Widerspricht Courgettes Entwicklungsschema nicht dem marxistischen Befund, im Zeitalter des Kapitalismus sei ein Maximum an Abstraktion im Wert der Arbeit als Ware erreicht? Müsste Courgettes daher nicht, um eine marxistische Sicht auf die Entwicklung der Malerei zu vertreten, diese als eine von relativ geringer zu einer maximalen Abstraktion beschreiben? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Denn es lässt sich argumentieren, dass Courgettes, wenn er von Abstraktion im Hinblick auf die repräsentationale Malerei spricht, vom ästhetischen Standpunkt des Künstler- und Betrachtersubjekts ausspricht, der in gut marxistischer Auffassung ein ideologischer ist und die eigentlich historisch-materiellen Grundlagen oder ökonomischen Grundlagen künstlerischer Produktion verkennt. Wechselt man aber den Standpunkt und betrachtet den Wert der Kunst von der ökonomischen Seite, so zeigt sich wie überall sonst auch eine genau gegenteilige Entwicklung von der Konkretion zur Abstraktion. Der ökonomische Abstraktionsgrad der Kunst als Wertform erhöht sich kongruent zu dem sich entfaltenden Kapitalismus. Der Widerspruch wäre damit aufgehoben, er besteht nur, solange man nicht die Sichtweise ändert und den ideologischen Charakter der Kunst, ihre Negation der herrschenden ökonomischen Verhältnisse betrachtet. Courgettes äußert sich selbst bemerkenswerterweise zu diesem Problem an keiner Stelle seines Aufsatzes. Doch es ist naheliegend, nach den allgemeinen und besonderen ökonomischen Bedingungen zu fragen, unter denen die von ihm genannten vier Typen der repräsentationalen Malerei sich entfalten. Waren in archaischen Hochkulturen wie jene der Ägypter, Assyrer und Minoer, durch eine Dominanz der agrarischen Subsistenzwirtschaft gekennzeichnet, neben der dem Tauschhandel eine minimale Bedeutung zukam, so trifft das ebenso auf die Ökonomie des europäischen Mittelalters, auf das Lehnwesen zu. Die arbeitende agrarische Bevölkerung konnte in diesen Gesellschaften keinerlei Handel betreiben, da sie verpflichtet war, Überschüsse ihrer Produktion als Naturalien einer zentralen Verwaltung abzugeben. In all diesen Gesellschaften war das Geld als Tauschmittel entweder noch nicht im Gebrauch oder in seiner Bedeutung weitgehend zurückgedrängt. Was die spezifischen ökonomischen Bedingungen der Kunstproduktion betrifft, so gehörten im Mittelalter Künstler einer Klasse von Handwerkern an, die sich in Zünfte und Gilden zusammenschlossen. Als Mitglieder von solchen konnten sie jedoch nicht uneingeschränkt wirtschaften, da die Zünfte Löhne, Preise, die Zahl der Beschäftigten, die Anschaffung von Rohstoffen und dergleichen regulierten und somit die Möglichkeit der Überproduktion für einen Markt unterbanden, welche Grundlage des Tauschhandels gewesen wäre. Ihre Existenzgrundlage erhielten die Künstler fast ausschließlich von den herrschenden politischen und religiösen Eliten, in deren expliziten Auftrag sie produzierten. Für diese wurden Werke geschaffen, die nicht im eigentlichen Sinn als Ware oder Privateigentum gelten können, da sie an einen kultischen Gebrauch, an dynastische Erbfolgen und oft sogar materiell an sakrale und politische Repräsentationsbauten gebunden blieben. Hier noch ein Beispiel eines solchen impressionistischen Kunstwerks.
In den europäischen Stadtstaaten der frühen Neuzeit sowie in der antiken Klassik, Entschuldigung, ich bin nochmal zurück. In den europäischen Stadtstaaten der frühen Neuzeit sowie in der antiken Klassik zur Zeit der griechischen Demokratie spielte der Handel und das Geld als Tauschmittel erneut bzw. zum allerersten Mal eine dominante Rolle für die Ökonomie. Es bildete sich erstmals eine wohlhabende Schicht freier Bürger, die als Händler von Geld und Waren Kapital akkumulieren und politische Macht übernehmen konnten. Stifter und Mäzene treten immer noch als Auftraggeber von Künstlern in Erscheinung. Künstlerische Produktion bleibt also an Auftraggeberschaft gebunden und das Kunstwerk ist noch keine Ware für einen Markt im eigentlichen Sinn. Die künstlerische Ausgestaltung von Kapellen etwa soll und kann nicht gehandelt werden. Darum hier dieses Beispiel aus der Cappella Brancacci in Florenz. Die künstlerische es kommt auch innerhalb der Kunst zu einer fortgeschrittenen Arbeitsteilung. Die Personalunion von Töpfern und Malern ist im antiken Athen zum Beispiel bald aufgelöst. Auch in der frühen Neuzeit kommt es zu einer stärkeren personalen Trennung der verschiedenen Künste, die sich institutionell in der Gründung spezieller Maler- oder Bildhauergilden äußert. Der Großteil frühneuzeitlicher Künstler arbeitet zwar noch nach wie vor innerhalb von Gilden, allerdings versuchen sich immer mehr auch außerhalb ihrer als freie Künstler zu etablieren. In Abgrenzung zu den mittelalterlichen Handwerksgilden suchen Künstler nun die Nähe humanistischer Akademien und die Gesellschaft der freien Künste. In ökonomischer Perspektive nimmt die Abstraktion auch in der impressionistischen Malerei weiter zu. Die wirtschaftlichen Beziehungen in Gesellschaften wie den republikanischen Niederlanden und Venedig sind voll und ganz durch den kolonialen Warenhandel und die alles bestimmende Geldökonomie gekennzeichnet. Ein großer Teil der Gesellschaft geht einer Lohnarbeit nach oder treibt Handel mit Waren. Die Kunst emanzipiert sich aus dem kultisch-repräsentationalen Gebrauch bzw. der Auftraggeberschaft und wird erstmals im vollen Sinn zur Ware für einen Markt. Als Mittler zwischen Künstlerin und Markt fungieren zwar zunächst noch die Gilden, daneben etabliert sich aber ein freier bürgerlicher Kunstmarkt. Viele Maler wie etwa Jan van Goyen, Vermeer oder Rembrandt handeln selbst mit Kunstwerken oder anderen Werten wie Immobilien oder Tulpen. Die fortschreitende Arbeitsteilung kommt innerhalb der einzelnen Künste zur Geltung. Es kommt zur hierarchischen Unterteilung der Malerei in Genres und zu einer Spezialisierung einzelner Maler auf bestimmte Sujets sowie zur Einrichtung hochgradig arbeitsteiliger Werkstätten. Die allgemeinen ökonomischen Bedingungen, unter denen Courgettes Typus der expressionistischen Malerei entsteht, sind die bürgerliche industrielle Revolution und die Etablierung eines internationalen, von der Realwirtschaft teilweise entkoppelten Finanzmarkts. Zu den besonderen ökonomischen Bedingungen der Kunstproduktion zählt vor allem die Etablierung eines freien privaten Kunstmarkts jenseits von Gilden und staatlichen Akademien oder Salons im modernen Galeriewesen. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts investieren Galeristinnen ihr Kapital in Werke, deren aktueller Marktwert weit unter dem zu erwartenden liegt. Ambroise Vollard, der um 1900 einer der reichsten Männer der Welt ist, kauft etwa 1895 über 150 Gemälde des noch kaum geachteten Paul Cézanne, verhilft dieser durch seine Pariser Galerie zum Durchbruch und versucht sich ein Monopol auf die spätere Produktion des Malers zu sichern. 1907 beginnt Daniel Kahnweiler, ein ausgebildeter Bankier, als erster Galerist überhaupt exklusiv Verträge mit Malern wie Braque, Derain oder Picasso zu schließen, die ihm ein Vorrecht auf sämtliche in einem bestimmten Zeitraum entstandene Werke zusichern. Ich kann die Gründe dafür hier nicht näher ausführen, glaube aber, dass Courgettes gewagte Behauptung vom konkreten Wert der ungegenständlichen Malerei nur vor dem Hintergrund zu verstehen ist, dass er sich durch sie vorstellt, wie eine Kunst aussehen könnte, die unter den Bedingungen einer klassenlosen Gesellschaft entstünde, in der jede Form von Arbeit und damit auch die Kunst aufhören würde, eine Ware zu sein, in der also der Wert von Arbeit aufgehört haben wird, der Wert der Arbeit und ihren Produkten gänzlich äußerlich, also abstrakt zu sein.
Kuschew bringt diese Auffassung zum Beispiel in einem 1946 erschienenen Text deutlich zum Ausdruck, den ich hier nicht eingehen kann, leider. Wie Kuschew selbst klar gewesen sein muss, steht seine Auffassung vom konkreten Wert der ungegenständlichen Malerei jedoch im Widerspruch zur realen ökonomischen Verfassung der Kunst als Ware in einer kapitalistischen Ökonomie. Sie bleibt so lange bloße Behauptung und Spekulation, bis diese überwunden wäre. Ich vermute, Kuschew dürfte sich später selbst eingestanden haben, wie spekulativ sein Urteil über den konkreten Wert von Kandinskys Malerei war. Merkwürdigerweise gab er in einem Interview kurz vor seinem Tod als den Grund für den Verlust seines Kapitals Ende der 20er Jahre den Tod eines Onkels an, der Käse verkauft habe. Auch wenn wir Kuschews Spekulation über den konkreten Wert der ungegenständlichen autonomen Malerei nicht folgen und seine Vorstellung einer linearen Entwicklung der Kunst nicht unkritisch übernehmen wollen, können wir seine ideologische Deutung von Kandinskys Malerei insofern akzeptieren, als sie ein zutreffender Befund darüber ist, dass die moderne Kunst tatsächlich in verschiedensten Weisen ihrer ökonomischen Abstraktheit zu entfliehen, sie zu kompensieren, zu verdecken, zu kritisieren oder zu negieren versucht hat. Und wir können über Kuschew hinausgehend fragen, wie sich die Kunst einstweilen zu ihrer Wahnförmigkeit verhalten soll, solange die Bedingungen für deren Aufhebung nicht eingetreten sind. Kann sie auf eine andere Weise, als Kandinsky es vorführt, konkret sein, ohne dabei auf ihre Wahnform zu vergessen? Kann sie ein Stück weit versuchen, sich kritisch zu ihrem abstrakten ökonomischen Wert zu verhalten? Eine der Möglichkeiten von Kunst, sich nach dem Ende der modernistischen autonomen Malerei zu ihrer ökonomischen Abstraktion zu verhalten, kann vielleicht folgendes Beispiel veranschaulichen. 1968 stellt Marcel Protters in den Räumen der aufstrebenden Antwerpener Kunstgalerie White White Space eine Installation aus. Die gesamte Installation konnte als Multiple in limitierter Auflage von 40 Stück in eigens dafür fabrizierten und mit einem Gedicht von Protters bedruckten Schachtel erworben werden. Die Installation trägt den Titel Le Renard et le Corbeau, der Fuchs und der Rabe, der sich auf die berühmte Fabel von Jean de La Fontaine bezieht. In ihr verführt Meister Fuchs den Raben dazu, den Käse, den er im Schnabel hält, fallen zu lassen, indem er ihm für seinen schönen Gesang falsche Komplimente macht und ihn um eine Kostprobe davon bittet. Die Fabel birgt eine ökonomische Moral, den sie erst bei genauer Lektüre preisgibt. Sie schildert sozusagen einen Tauschhandel mit unaufrichtigen Mitteln und Motiven. Der Fuchs gibt vor, den Raben singen hören zu wollen, hat es aber in Wahrheit nur auf dessen Käse abgesehen. Er nutzt die Freude des Raben darüber, endlich Anerkennung für etwas zu finden, dessen Wert gemeinhin gering geschätzt wird. Am Ende freut sich bei Fontaine zwar der Fuchs über die Beute und erteilt dem eitlen Raben damit eine Lektion. Jedoch scheint in Protas Version keineswegs klar, ob er sich nicht zu früh gefreut hat, beziehungsweise wer hier in Wirklichkeit wen hinters Licht geführt hat. Denn insgeheim kann vielleicht der Rabe darüber triumphieren, den Fuchs betrogen zu haben, indem er ihm den gestohlenen Käse freiwillig dafür überließ, dass er sein unangenehmes Lied, das keiner hören will, vorkrähen darf. Ein separater Teil von Protters Installation, der letztlich jedoch weder ausgestellt noch verkauft wurde, bestand aus 8 Verpackungsschachteln des Käses der Marke La Vache qui rit. Protters hat die leeren Schachteln, deren Inhalt er vielleicht zuvor selbst verspeist hatte, in ihrem Inneren mit der französischen Version von Sie liebt mich nicht beschriftet. White White Space Gallery, je vous aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Man kann diese und auch andere Arbeiten von Protters als stellvertretend für eine bestimmte Tendenz der nachmodernen abstraktionskritischen Kunst verstehen. Und zwar so, dass sie den wahren Wert von Kunst nicht negiert, sondern in Form der ökonomischen Strukturen und Institutionen, die an seiner Herstellung beteiligt sind, ausstellt.
Die leeren Käseschachteln sind etwa ganz klar als Analogie zu den Räumlichkeiten der kommerziellen Galerie zu verstehen. Sie dienen der Präsentation einer Ware, deren Wert wesentlich von ihrer Verpackung abhängt und in keiner Relation zu der Art und dem Ausmaß der in sie geflossenen Arbeit oder zu dem von ihr zu erwartenden Nutzen steht. Rotters Käseschachteln wecken mit Fontaines Fabel als Subtext in uns den Verdacht, dass der auf den Käse spekulierende Fuchs am Ende leer ausgehen könnte. An seine Stelle ist in diesem Szenario ein Gedicht getreten, also anstelle des Käses, dessen anonymer Autor über das unberechenbare Auf und Ab der Liebe, der Wertschätzung klagt. Wie abstrakt, wie irreal der Wert einer solchen Ware, eines solchen Käses werden kann, zeigt Rotters durch wenige gezielt gesetzte Zeichen und bewahrt sich darin gleichzeitig ein Stück weit Autonomie. Wie abstrakt der Wert eines Käses werden kann, zeigen auch die seit 2014 jährlich produzierten Jubiläums-Sondereditionen der Kuh, die lacht, die von bekannten Künstlerinnen wie Hans-Peter Feldmann, Mel Bochner oder Rosemarie Trockel gestaltet wurden. Geht es nach den Herstellern, so lautet ihre Botschaft: Jeder kann ein Kunstwerk besitzen, jeder kann ein Kleinstanleger sein. Die Botschaft, dass die Marketingkosten auch hier immer schon in den Wert der Arbeit und des Produkts mit einkalkuliert sind, pfeift hier hingegen keiner von den Dächern. Danke. Vielen herzlichen Dank, Christian Scherer. Vielen Dank, Nikita Davan, für diese ganz großartigen Vorträge, die sich beide wunderbar ergänzen, wie ich finde.